Mit Ihrem Einsatz bewegen wir Kultur. Swisslos wünscht Ihnen viel Vergnügen. Das war Schule vor 60 Jahren. Und das vor 40 Jahren. Auch später. Ein Klassenzimmer, ein Lehrer, Frontalunterricht. Und heute? Heute lernen Kinder digital mit iPads, Tablets und Lernsoftware. Die Digitalisierung in der Schule. Problem oder Chance? Willkommen auf dem Pausenplatz. Unser Kulturplatz heute ist das Schulhaus Seehalde der Sekundarschulgemeinde Niederhasli-Niederglatt-Hofstetten. Hier ist die Digitalisierung kein Schreckgespenst, sondern eine riesige Chance, die genutzt wird. Doch wenn Digitalisierung Schule macht, dann gibt es auch immer Ängste und Vorurteile, vor allem seitens der Eltern. Sie stecken oft in einem täglichen Kampf gegen die Allmacht des Handys und wünschen sich vielleicht die Schule als letzte analoge Bastion. Doch gerade hier im Klassenzimmer kann mit Hilfe von Tablet und Co. im besten Fall Schule neu gedacht werden. Wie lernen Kinder im digitalen Zeitalter? Um diese Frage zu beantworten, schauen wir von Niederhasli aus in die Welt, nach Finnland und Frankreich, in Silicon Valley und nach Singapur. Doch zuerst bleiben wir hier in Niederhasli im Kanton Zürich, wo, man mag es kaum glauben, in der Sekundarschule seit mehr als 6 Jahren völlig neue Formen des Lernens praktiziert werden. Das kann man positiv sehen. Denn hier werden Schülerinnen und Schüler auf die Herausforderungen der Digitalisierung vorbereitet. Man kann aber auch schwarz malen. Die Schüler wissen immer weniger. Das Digitale fördert die Vereinsamung. Fantasie und Kreativität verkümmern. Aber stimmt das? Schauen wir doch einfach mal genau hin. Christoph geht in die dritte Sek. In seinem Rucksack befinden sich nicht mehr Unmengen von Büchern, Schulheften und Arbeitsblättern, sondern ein iPad, das er hier, wie alle Schüler, an seinem ersten Schultag erhalten hat. Heute hat er in der ersten Stunde Englisch. Also ich ist eigentlich nichts anderes wie an anderen Schulen. Beziehungsweise es ist einfach eine andere Organisationsform, aber nicht speziell ein anderes Schulsystem. Meiner Meinung nach. Denn wir haben normale Lernziele, nur tun wir das alles selber lösen. So. For example, the first one. It cost a fortune. Does anybody know what that means? Correct. Es kostet ein Vermögen. All right? Momentan haben wir es in Englisch so, dass er für jeden Schüler einen Ordner erstellt hat bei Google Drive. Dort kann nur die Lehrperson und der Schüler darauf zugreifen. Dort werden alle Dokumente aufgeladen. Und der Lehrer schreibt dann Sachen drin. Oder wir haben ein Online-Dokument, wo er Feedbacks und die momentane Note gibt. You can do that now for 5 minutes and then we'll get to the real question. What are we talking about that we want to buy here? Die Schüler sind untereinander vernetzt. Sie verwenden die Phrasen, die sie eben gelernt haben, und chatten mit anderen in der Klasse. Yes, Casey. Was heißt in English? What does mean price und noch ein Wert, also der Wert? Der Chat ist sofort sichtbar, einsehbar für den Lehrer. Gibt ihm die Möglichkeit einzugreifen, zu korrigieren, zu erläutern. Der Vorteil für die Schüler ist, dass sie zum Beispiel digitale Lernplattformen haben, wo sie sofort das Feedback bekommen. Also sie sind am Lernsetting dran, sie bearbeiten irgendwelche Arbeitsblätter und bekommen gerade das Feedback über. Sie wissen, was falsch war, was richtig war, wo sie sich verbessern können. Sie können das wiederholen und das ist ein Lernzuwachs. Vokabeltraining mittels Game. Vernetztes Arbeiten bedeutet mehr Effizienz, fördert aber auch den Austausch, die Kommunikation untereinander. In Niederhasli wurde dafür der Frontalunterricht verändert. In Lehrmittel, Infrastruktur, Geräte und Software investiert.
Es braucht personelle Ressourcen, es braucht aber auch gewisse bauliche Massnahmen, ultraschnelles Internet, wenn irgendwie 400 Leute gleichzeitig im Internet sind, braucht es auch diese Ressourcen. Und es braucht ein pädagogisches Konzept, das mit der Digitalisierung harmoniert, das viel Wert auf die Selbstorganisation der Schüler legt, auf Selbstverantwortung. Im sogenannten Office wird gelernt. Ein Raum, der nichts mehr mit einem herkömmlichen Klassenzimmer zu tun hat. Hier werden flüsternd Aufgaben gelöst, allein oder in Kleingruppen. Es mag paradox erscheinen. Obwohl die Schülerinnen und Schüler vor ihren digitalen Geräten sitzen, arbeiten sie mehr zusammen, üben ihre Sozialkompetenz. Und auch der Lehrer findet zu einer neuen Rolle. Weg vom Frontalunterricht hin zum Coach. In German we also say deal. Ja. You can also say Angebot. Es ist ein gutes Angebot. Du kannst schreiben, es ist ein guter Deal. That's all right. Nomen. Doch neben aller Digitalisierung bietet die Schule viel Analoges. Wir haben für die kreativen Fächer haben wir Fachlehrer, die sehr spezialisiert sind auf Handwerk oder auf Musik oder auch auf Sport. One, two, three, four. Im Keller probt die Schulband. Es wird genäht. Die Aufgaben sind aber im iPad vermerkt. Hier wird versucht, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen. Schule und Lernprozesse neu zu denken. Im Kunstunterricht arbeiten die Schüler mit Grafiksoftware. Größtenteils aber auch ganz konventionell. Mit Stift und Farbe. Also es ist eigentlich gar kein Schulmodell, wo verändert worden ist, sondern es ist eine Haltungsänderung, die stattgefunden hat. Also es hat in dem Sinne so ein wie auch ein Generationenwechsel stattgefunden. Sehr viele junge, innovative, neue Lehrpersonen sind zum Team dazugestoßen. Und der Groove war da, einerseits aus dem Lehrpersonenteam, andererseits aus dem politischen strategischen Gremium, etwas zu verändern. Wie sollte man Schule zeitgemäßer gestalten können? Und zeitgemäß heisst, neben der Digitalisierung Kooperation. Christoph zeigt beim Makerspace-Tag Primarschülern, wie man Computerspiele programmiert. Es ist wichtig, um zu verstehen, wie es funktioniert, aber auch, wie man mit diesen Sachen umgeht. Im Herbst will Christoph eine Lehre als Elektroniker beginnen. Hat ihn die Schule vorbereitet auf das, was dann kommen wird? Ich finde, man kann recht viel daraus herausholen. Also, wenn man es richtig nutzt, dann schon. Ja. Ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt. Also, ich habe gelernt, wie man gute Feedbacks einholt, wie man sich ständig verbessert. Ich habe gelernt, wie man eben mit dem iPad zusammen schafft, selbstständig schafft. Also nur selbstständiger schafft. Organisation ist natürlich auch wichtig. Und das ist auch etwas, was man halt in diesen 3 Jahren da lernt. Wir sind jetzt hier in einer Lerneinheit, da ist der Flüsterton angesagt. Die Digitalisierung, das ist vielleicht für die Schülerinnen und Schüler selbst die kleinste Herausforderung, denn sie sind das, was wir die Digital Natives nennen. Viel größer dürfte die Herausforderung für Eltern und auch für die Lehrer und Lehrerinnen sein, denn sie müssen neue Fähigkeiten entwickeln, ihre Rolle neu definieren. Sie betreten nicht selten neues Terrain. Um die Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung zu erkunden, müssen auch Lehrer wieder lernen. Denn seit dem Lehrplan 21 gehört der Umgang mit Medien, mit der Wunderwelt des Digitalen, zu den Kernkompetenzen, die in den Schulen vermittelt werden sollen. Hier an der Pädagogischen Hochschule Zürich, am Zentrum für Medienbildung und Informatik, bereiten sie sich vor. Auf den Unterricht im digitalisierten Klassenzimmer. Genau, es ist ein Film, aber ich stoppe jetzt, damit
du die Präsentationen noch kannst lesen. Hier ging es dann um die Kommunikation, eben wie ein Computer kommuniziert mit den Zeichen und den Fingern. Oh, das ist das Algorithmus. Und das hat ihnen extrem Spaß gemacht. Es ist der letzte Kurstag. Und sie berichten von ihren Erfahrungen aus der Primarschule, wo sie ein neues Fach unterrichten, Medien und Informatik. Grundlagen für das Verständnis, wie Computer funktionieren, was das Digitale bedeutet. Sehr unterschiedliche Kurse werden hier am Zentrum für Medienbildung und Informatik angeboten, das von Rahel Chopp geleitet wird. Das ist ein Kurs, wo es wirklich darum geht, vor allem sich mit der Informatik und der Informatikdidaktik auseinanderzusetzen. Das ist Neuland für die Lehrpersonen. Das ist ein Gebiet, das sie selber auch in der Schule meistens nicht hatten, wo sie im Studium nicht kennengelernt haben. Dort geht es wirklich darum, dass sie das Know-how sich mal erarbeiten, dass sie dann die Sicherheit haben, dass sie das mit den Kindern unterrichten können. Mit Kindern, die in das Zeitalter der sozialen Medien hineingeboren werden. Auch den Umgang damit müssen Lehrer lernen. Kompetenzen und Wissen, um den ständig wechselnden Herausforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden. Rahel Chopp, die Digitalisierung in der Schule, das ist ein immenser Umbruch, ein grosser Wandel. Da gibt es logischerweise auch Ängste und Vorbehalte. Wie kommen Sie die mit über auf Lehrerseite? Pro Jahr begleiten wir etwa 1'000 Lehrpersonen in den Weiterbildungskursen. Und es ist extrem spannend zu sehen, dass sich die meisten wirklich freuen, dass etwas geht und dass die Schule wieder anschlussfähiger ist, auch an die gesellschaftlichen Entwicklungen. Sie sagen, die meisten sind da parat und mit Freude dabei, aber auch bei den Lehrern gibt es offensichtlich die Ängste und die Vorbehalte. Wie können Sie die aus dem Weg schaffen? Das ist unser Job, um das probieren zu machen. Ja. Wir haben natürlich immer wieder Widerstände oder Leute, die sich schwerer tun. Das ist aber auch normal. Es ist wirklich ein Veränderungsprozess, wo wir drin sind. Es braucht einen grossen Willen, sich quasi von selber neu zu erfinden in einem Berufsbild als Lehrer. Auf jeden Fall. Weil, wie Sie sagen, das Berufsbild, das ändert sich wirklich. Ich bin nicht mehr der alleinige Wissensvermittler, Wissensvermittlerin, sondern es geht wirklich darum, dass ich eine Coach-Rolle zum Teil einfach einnehmen. Das hört man nicht so gern, dass man die Schülerinnen und Schüler begleitet, wenn man gerade hier zum Beispiel in dem Schulhaus auch sehr gut sieht. Das ist ein Wechsel, den man sicher in der Schule thematisieren muss. Welche Haltung haben wir? Welche Werte haben wir? Wie will ich die Rolle ausfüllen? Jetzt hier in dem Schulhaus in Niederhasli fällt auf, dass die Lehrpersonen extrem jung sind. Also schon fast selber Digital Natives im Gegensatz zu uns beiden. Hat das enorm viel mit dem zu tun, mit der Generation? Nein, behaupte ich jetzt nicht. Gerade was wir erleben mit den Lehrpersonen, die bei uns in den Kurs hineinkommen. Es kann sein, oder gewisse Schulen mit gewissen Ausprägungen ziehen natürlich gewisse Leute an. Aber ich behaupte, es gibt nicht den Altersgraben, der jetzt klar ist. Wir sind draußen und die Jüngeren, für die ist das ein Thema. Sie reden jetzt aus der Sicht der Lehrperson. Ich bringe jetzt noch die Sicht von mir ein, als Mutter von 3 Kindern in dem Fall. Wo ich auch finde, in der Schule geht die Digitalisierung zum Teil auf Kosten von haptischen Erlebnissen, von sinnlichem Erlebnis. Ist das so oder ist das ein Vorbehalt, der gar nicht der Realität entspricht? Das darf auf keinen Fall so sein. Wir wissen alle, die Primärerfahrungen, die sind enorm wichtig für die Entwicklung der Kinder. Das Geschmücken, das Gespüren. Es kann eine Ergänzung sein, dass man sagt, wenn man in den Wald geht und man will die Vögel hören, zum Beispiel, dass man vorher über das Internet die Vögel anlässt, dass man die Töne kennt und dann mit geschärfterem Sinn in den Wald hineingeht. Das bedingt einfach sehr viel Flexibilität, sehr viel Bewegung wahrscheinlich von den Lehrpersonen. Wir schauen uns ein Beispiel an, nicht gerade um die Ecke, nicht in Niederhasli, sondern im Silicon Valley. Dort wird ja auch an der Schule der Zukunft basteln, Digitalisierung. Wie sieht sie dort heute aus? Und wir schauen das zusammen an. Amerika. Im Silicon Valley, der digitalen Wundertüte der USA, arbeitet die IT-Industrie schon lange an gewinnversprechenden Projekten für die Schule der Zukunft. Nicht nur die IT-Riesen, auch kleinere Start-ups wie die Old School, eine Mischung aus Schule und Labor, gegründet von einem ehemaligen Google-Manager. Das Ziel? Personalisierter Unterricht, maßgeschneidert für jeden Schüler.
Unsere Strategie ist, Lehrer und Computerfachleute in echten Schulen zusammenzubringen, um individuelle Unterrichtsmaterialien für Schüler zu entwickeln. Wir nennen dieses Tool Playlist. Das bedeutet, jedes Kind hat wöchentlich 20 bis 25 Karten auf seiner Playlist, die sich dann zu größeren Unterrichtseinheiten, zu Lernplattformen entwickeln. Hier zum Beispiel. Nicht jeder Schüler bekommt dieselben Karten. Einige erhalten diese Karte, andere die über Tuberkulose. Wenn ich nun weiß, dass es in einer Klasse 5 unterschiedliche Leistungsniveaus gibt, kann ich die Karten für jeden Schüler individualisieren. Sie öffnen dann ihre Playlist und jeder bekommt genau das, was seinem Niveau entspricht. Individualisiertes Lernen. Wann und wo immer ein Kind lernen will. Auch ohne Lehrperson. Ein teures Schulexperiment, möglich gemacht durch hohes Schulgeld. $30.000 pro Jahr und Kind. Gefördert von finanzkräftigen Investoren, die in dieser Art Software einen lukrativen Markt wittern. Doch das individualisierte Lernen ist die Zukunft. Auch hier in Frankreich, wo bereits 20.000 Lehrer den umgedrehten Unterricht praktizieren. An dieser Gesamtschule in Drancy bei Paris wird Mathematik so unterrichtet. Das Prinzip? Jeder Schüler lernt den Stoff zuerst allein. In Form von kurzen Videos, die von der Lehrperson erstellt wurden. Mit interaktiven Übungen und allen optischen Möglichkeiten, die ein Tutorial bieten kann. Wenn ich etwas nicht verstehe, schaue ich mir das Video mehrmals an. Im Unterricht kann ich dann dem Lehrer Fragen stellen und meine Klassenkameraden helfen mir. Auf diese Weise lernt jedes Kind in seinem eigenen Tempo, seinem eigenen Lernrhythmus. Kann nachdenken, Fragen formulieren. Und später, im Klassenzimmer wird das Wissen vertieft. Und der Lehrer, aber auch Mitschüler stehen für Fragen bereit. So wird nicht nur Mathematik vermittelt, auch Formen der Zusammenarbeit werden gelebt. Soziale Kompetenzen, die genauso wichtig sind wie das reine Wissen. Ja, Frau Job, jetzt haben wir zwei Beispiele gesehen, USA und Frankreich. Wo steht da die Schweiz im Vergleich? Es sind schöne Beispiele, wo man sieht, dass es um eine Grundhaltung geht, wo die Überlegung wirklich dahinter ist, wie können wir die Zeit mit dem Kind vor Ort am besten nutzen. Wir haben zwei Methoden gesehen und die sieht man in der Schweiz an vielen Orten natürlich auch. Speziell an der Schweiz ist ja, dass wir sehr föderalistisch unterwegs sind und dass keine Schule aussieht wie die andere. Das heisst, Niederhasli ist nicht Embrach und umgekehrt. Das heisst, man ist an ganz anderen Orten und das wird Jahre brauchen, bis wir alle so weit sind wie in Niederhasli. Ob alle würden so weit sein oder den Weg gehen, wie Niederhasli geht, ist eine Frage, die offen ist. Aber auf jeden Fall sind die Schulen ganz stark sich am Entwickeln und am Schauen, welchen Weg gehen sie ein, wie ist ihr Verständnis vom Lernen. Die Entwicklung geht ja weiter, die digitale und die analoge Welt verschmelzen immer mehr im Schulzimmer. Wie muss man sich das ganz konkret vorstellen? Haben Sie das Beispiel? Stellen Sie sich vor, ein Kind mit einem Tablet, mit einem Schreiber beim Tablet und es macht eine Zeichnung drauf. Ist jetzt das analog oder digital? Und das sind wirklich so die Schnittstellen, die man nicht mehr unterscheiden kann. Dann schmeckt es einfach nicht mehr nach Neocolor im Schulzimmer. Auf keinen Fall. Auf Neocolor muss es auch noch schmecken. Gut, da bin ich beruhigt. Wir haben gehört, jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Das Beispiel aus Frankreich, das hat mich sehr überzeugt, hat eigentlich meine Vorurteile schon sehr abbauen können. Aber trotzdem vielleicht noch ein Beispiel mehr als Überzeugungsleistung von Ihrer Seite. Können Sie da noch etwas bringen? Ja, zum Beispiel gibt es eine App, wo, wenn ich eine Algebraaufgabe hinschreibe oder föttele, die rechnet mir das nicht einfach nur aus, sondern die zeigt mir die Lernschritte auf. Das heisst, ich kann wirklich mich kontrollieren, wo habe ich einen Denkfehler gemacht. Und es ist nicht einfach das Richtige oder das Falsche, sondern der Prozess, der dann auch im Vordergrund stehen kann. Da hätte vielleicht auch ich eine Chance gehabt in Algebra, wenn es so gelaufen wäre. Kann man dann auch belegen, dass man mit digitalen Lehrmitteln besser lernen kann? Ich weiss nicht, ob diese Frage die zentrale ist, sondern die Frage, die für mich zentraler ist, ist, alles, was in Zukunft automatisiert werden
wird automatisiert. Und damit stellt sich die Rolle, was müssen unsere Kinder heute wirklich auch können. Und wie können wir die Schule so gestalten, dass sie eben die kreativen Kompetenzen erlernen oder dass Kommunikation wirklich können, üben bereits in der Schulzeit. Ich würde sagen, wir schauen einen Schritt weiter. Wir schauen nach Finnland und nach Singapur, zwei Länder, die in PISA-Tests immer sehr gut abschneiden in letzter Zeit, die allerdings eine komplett unterschiedliche bildungspolitische Haltung haben. Schauen wir uns diese Beispiele an. Singapur und Finnland. Zwei Länder, zwei Kulturen. Und zwei Schulsysteme, zwei Wege zum Lernen. Was sie verbindet, ist die Digitalisierung. In beiden Systemen sind Tablets, sind digitale Lehrmittel längst Alltag. Und die Schüler in beiden Ländern erreichen beim PISA-Leistungstest Spitzenwerte. Doch unterschiedlicher können Schulsysteme nicht sein. In Singapur soll diszipliniert und leistungsorientiert gelernt werden. Dazu gehört auch das Singen der Nationalhymne. Singapur ist eine Wirtschaftsmacht und die Menschen sind seine einzige natürliche Ressource. Deshalb werden 20% des Staatshaushaltes in Bildung investiert. Für Singapur eine Überlebensfrage, wie der Erziehungswissenschaftler Kenneth Paul Tan erläutert. Nicht nur im Establishment, sondern auch in der Öffentlichkeit gibt es ein starkes Bewusstsein dafür, dass Singapur seine geringen natürlichen Ressourcen nicht verschwenden darf. Daher müssen alle Arbeitskräfte gut ausgebildet und bestmöglich eingesetzt werden. Gehirntraining für die Kleinsten. Wohlhabende Familien schicken ihre Kinder schon im Kleinkindalter in spezielle Förderkurse, in denen das Gehirn stimuliert und gestärkt werden soll. Schüler lernen nicht nur in der Schule. Eine Industrie von außerschulischen Förderkursen pusht das Lernniveau permanent nach oben. So werden die Anforderungen immer höher und höher geschraubt. Aber das Problem ist, nicht jeder kann sich zusätzliche Förderkurse leisten. So entsteht eine noch größere Ungleichheit. Hallo, this is SOS. Immer mehr Schüler suchen Hilfe. Innerhalb eines Jahres begingen 27 Jugendliche Selbstmord. Eine Steigerung von 50%. Deshalb will Singapur sein Benotungssystem ändern, den Druck im Bildungssystem verringern. Ein Druck, der bei einem anderen PISA-Spitzenreiter gar nicht existiert. In Finnland gibt es bis zum 12. Lebensjahr keine Schulnoten. Die Schultage sind kurz, nur 4 bis 6 Stunden täglich. Hausaufgaben beschränkt auf maximal 20 Minuten pro Tag. Digitalisierung ist hier Alltag. Jeder Schüler, jede Schülerin arbeitet mit Tablet und Smartphone. Doch das ist nur ein Element im Lernprozess. Anstatt über die besten Lehrmethoden nachzudenken, beschäftigen wir uns lieber mit den Lernprozessen der Schüler. Unsere Pädagogik geht davon aus, dass der Schüler ein aktiver Mensch und nicht nur Gegenstand des Unterrichts ist. Denn wenn wir uns darauf beschränken, die Köpfe der Schüler mit Wissen zu füllen, ist das sicherlich nicht die beste Methode. Im Literaturunterricht lernen die Kinder auch den Umgang mit der Flut von Texten in einer globalisierten Informationsgesellschaft. Sie lernen, korrekte von falschen Informationen zu unterscheiden, damit sie selbst Informationen produzieren können. Gleichzeitig werden haptische Erfahrungen und Kreativität gefördert. Und das finnische System baut stark auf Werte wie Zusammenarbeit, Entgegenkommen, Respekt und Empathie. Digitale Medien sind da nur Mittel zum Zweck. Dabei geht es vor allem um Gerechtigkeit, nicht um Gleichheit. Die Stärken eines jeden sollen gefördert werden.
Useimmiten ajatellaan niin, että viele meinen, Gleichheit würde bedeuten, dass alle Schüler eine gute Bildung erhalten, aber aus Prinzip dieselbe für alle. In Finnland sind wir dagegen schon seit den 70er Jahren, also seit 40 Jahren der Ansicht, dass Kinder in der Schule nur erfolgreich sein können, wenn jeder anders behandelt wird. Wir sprechen hier von positiver Diskriminierung. Positive Diskriminierung, Frau Job, das tönt ein bisschen schwierig, aber meint etwas sehr gut. Ja, wir kennen es bei uns mehr unter Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen. Und auch da steht wieder das Verständnis vom Lernen im Vordergrund. Mit den Möglichkeiten der Digitalisierung kann ich natürlich das Individualisieren viel breiter gestalten. Individualisierung, das tönt dann aber auch ein bisschen nach Vereinzelung, nach weniger Erlebnissen in der Gruppe. Wir sehen es im Film, dass das gar nicht so ist, im Beispiel von Finnland. Und es ist auch so, dass gerade die überfachlichen Kompetenzen, die hier angesprochen werden, immer mehr Stellenwert einnehmen. Es geht also auch in der Schule von der Zukunft, wenn ich das richtig verstehe, nicht nur um Effizienz, es geht vor allem auch um soziale Werte. Es geht um soziale Werte, es geht um Kreativität, um kritisches Denken, um Kooperation, was man hier auch sehr schön sieht. Wie kann das gelingen, dass wir das Paket so schnüren, dass wir das in die Zukunft führen können? Das kann so gelingen, dass wir gute Beispiele zeigen, dass wir es vorleben und dass die Lehrpersonen sich wirklich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Danke vielmals für das Gespräch, Rael Job. Danke. Die Zukunft hat in den Schulen also längst begonnen. Und mit digitalen Mitteln sind dynamische Prozesse möglich, die mich überzeugen. Unter der Bedingung, dass damit das Lerntempo nicht immer noch höher wird, damit also Zeit bleibt für die Kinder, Kind zu sein. Nächste Woche nähern wir uns dem Brexit, und zwar ganz analog. Wir stellen uns an eine britische Käsetheke. Gleich jetzt folgt die Serie Der Staatsanwalt. Kommen Sie gut durch die Woche. Tschüss. Mit Ihrem Einsatz bewegen wir Kultur. Swisslos.